Hallo Freunde der Mechaniker und willkommen zu einem neuen Video von mir, Gamingboy16. Ja, heute wieder eine Runde Scrap Mechanic. Ja, ich hatte gestern einen Livestream geguckt von dem YouTuber Tarindor. Und er hatte da gefragt, wie... da hat jemand in den Chat geschrieben, bau doch ein Blockiersystem für die Tür. Er wusste es jetzt nicht, wie man es baut. Ich zeige es euch jetzt. Ja. Ich würde dann mal sagen, suchen wir uns die Sachen raus, die wir brauchen. Bearing. So, Connecting Tool auf jeden Fall. Fahrzeug brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was brauchen wir denn noch? Knöpfe auf jeden Fall. Eine Tür. Ein Contorner. So, und Holzblöcke. Wir bauen jetzt eine schlichte, einfache Tür. Aber dafür, jetzt habe ich natürlich keinen Lift ausgewählt. Läuft die Aufnahme überhaupt? Schauen wir mal kurz nach, ich bin mir nicht so sicher. Ja, sie läuft. Das ist der Schreibtisch aus dem letzten Video. Ich nehme das jetzt gerade mal im Voraus auf. Wird eventuell sogar beides an einem Tag kommen. Ja, auf jeden Fall hatte ich in den Chat dann geschrieben, in den Live-Chat, dass ich da mal ein Tutorial zu machen werde und ihm das dann einen Link dazu senden werde. Das versprochene Tutorial wird jetzt aufgenommen. Und nein, das hier habe ich nicht gebaut. Ein Freund von mir hat es mir einfach nur gegeben. Ich habe es abgespeichert. Also nein, das habe ich nicht gebaut. Auch wenn ihr in die Kommentare schreibt, wenn überhaupt jemand Kommentare schreibt. Nee, das hast du nicht gebaut. Ja, ich weiß es. Ja. So, dann machen wir erstmal eine Bodenplatte. Ich baue jetzt hier eine schlichte, einfache Tür. Ich baue jetzt hier nicht diese Tür, die er in seinen Bussen verwendet hat. Der liebe Tarindo. Also ich kann ihn nur empfehlen. Auch sehr gute Videos, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Donnerstag war der Livestream übrigens. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Normalerweise streamt er mal samstags. Weil ich war zu dem Zeitpunkt gerade mit meinem Tablet online. Und von daher wusste ich, da habe ich das dann direkt dann geguckt im Livestream. Jo. Dann setzen wir jetzt hier einfach sichtbare Controller. Knöpfe habe ich nicht vergessen, zum Glück. Sagen wir mal, die sollen sich um 90 Grad drehen. So. So, hier fällt mir gerade mal auf, dass es keinen Türrahmen gibt. Okay, es ist jetzt ja auch eigentlich nur zum Zeigen, aber ich mach's trotzdem. So. Dann müssen wir noch kurz gucken, ob der sich richtig rumdreht. Der schon. Der nicht. Der doch. Hat er sich doch richtig gedreht. Dann der hier nicht. So. Ihr habt einen Knopf. Und jeder kann die Tür bedienen. So. Jeder kann die Tür bedienen. Jetzt wollt ihr aber, dass es nicht funktioniert. Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erstens, Logic Gates. Drei Logic Gates. Der ganz linke kommt auf XOR Gate. Der in der Mitte bleibt auf AND. Und der ganz rechts kommt auf NOR. Das ist die erste Option. Von zweien, die ich kenne. Dann verbindet, also man, ich baue es einfach ohne es zu erklären. Dann nimmt man das Verbindungstool und verbindet beide mit dem AND Gate. Das AND Gate nimmt man und klebt es an den Controller. So. Dann nimmt man einen Knopf zum Blockieren und einen Knopf zum Aufmachen. So. Den Knopf zum Blockieren macht man an das NOR. So. Und den Knopf zum Aufmachen macht man an das XOR. Jetzt können wir sehen, Tür funktioniert.
Tür funktioniert nicht mehr. Und wenn ich jetzt hier die Tür offen habe und dann die Blockade reinmache, geht die Tür automatisch zu. Aber jetzt kann man nur einen Blockierknopf ansetzen. Wenn ich jetzt hier noch einen verbinde, das ist ja die, also das hier sind alles invertierte Schaltungen. Das ist jetzt die Oder-Schaltung. Entweder oder. Entweder der Knopf zu blockieren, wenn der blockiert ist, kann ich das damit nicht mehr aufmachen. Also nicht mehr entblockieren. Man kann jetzt aber das N, also N, sag ich schon, das X-NOR nehmen, dann funktioniert es. So, wenn ich jetzt den drücke, geht's auf. Das wäre dann halt die zweite Option. Dazu gleich mehr. Ja, und so habt ihr jetzt hier einen Blockierknopf und ihr könnt, das ist halt zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie so ein, wo was baut, wo man dann einfach das hier Verbindungstool nimmt und das dann, einfach anschließt. Dann denkt man sich, ah, jetzt kann ich mal aufmachen, funktioniert nicht. Der Nachteil ist, wenn man das jetzt hier auf NX-NOR macht, kann man noch einen Knopf anschließen und dann funktioniert es wieder. Deswegen, wenn man nur einen Knopf möchte, auf NOR, wenn man zwei Knöpfe oder mehr Blockierknöpfe haben möchte, auf X-NOR. Ja. Das war's dazu. Zu der Tür. Ja. Ich würde mal sagen, das war's auch mit diesem kleinen, aber feinen Tutorial. Ich konnte euch damit weiterhelfen. Ich hoffe vor allem, Tarin, ich konnte dir beim Bus weiterhelfen, damit du die Türen, die Knöpfe von außen blockieren kannst. Also eine Türfreigabe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, Tarin, du kannst damit was anfangen. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Und ja, dann tschüss, ciao, bis dann und man sieht sich.